In einer Woche fängt die Fußball-Weltmeisterschaft an. Zu diesem Anlass sind wir in der grössten Schweizer Fußballarena, Basler St. Jakob Park. Grüezi miteinander. Heiliger Rasen, den man hier schmücken kann. Und wir gehen zum Primo Cirincione. Er ist Fußballseelsorger und zum Kofi Nimele. Er ist U17 Weltmeister geworden mit der Schweiz. Ihn besuchen wir jetzt gerade beim Training. Aber das erste Mal ist Abstoß. Kofi Nimele, herzlich willkommen. Ein Weltmeister. U17 habe ich nicht gerade jeden Tag vor mir. Wie fühlt sich das an, Weltmeister sein, schon jetzt in diesem Alter und jetzt da ein normales Training an einem normalen Tag in Basel mit der Nachwuchsmannschaft? Ja, also, erstens mal, Weltmeistertitel ist etwas Schönes, aber eben, man muss auch weiter trainieren, um auch weiterzukommen. Weil es gibt auch noch andere Ziele, die man gerne möchte erreichen möchte. Und eben, sie sind auch Profi werden und alles. Also mit Weltmeistertitel ist man noch nicht Profi. Jetzt sind hier zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen im Training. Jetzt von denen, die wir jetzt hier sehen, das sind schätzungsweise ein gut Dutzend Spieler. Wie viel schaffen sie irgendwann ins grosse Stadion? Ja, im normalen Fall sagt man eigentlich pro Jahrgang 2 bis 3, also nicht mehr. Und ich hoffe jetzt für uns alle, dass es ein bisschen mehr werden sein. Eigentlich egal, wo sie werden, dann enden, schlussendlich. Also. Ist das jetzt ein Vorteil für dich, dass du sagen kannst, ich bin Weltmeister, auf mich schaut man? Oder ist das auch ein extremer Druck? Jetzt erwarten alle so viel von mir. Ja, es ist sicher auch ein gewisser Druck da, aber ich meine, den Druck macht man sich eigentlich oft auch selber. Dem, dass man auch manchmal zu viel von sich erwartet. Obwohl man eigentlich ja in einer Ausbildungsphase ist. Brauchst du Druck? Ja, eigentlich schon, ja. Und wie viel? Also für jeden Tag, dass sich ein Trainer richtig antreibt und... Also ich brauche nicht sehr viel Druck, um mir also meine Leistungen zu bringen, aber ich brauche schon einen gewissen Druck, um auch zu sehen, dass es, hey, wach auf, es ist noch nicht alles recht. Also. Gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Zeit, wo du in Ghana aufgewachsen bist. Mit 5 ist deine Mutter weggegangen von dir. Weißt du den Grund? Also den Grund weiss ich bis heute noch nicht. Hast du nie mit ihr geredet über das? Also nein, also ich bin in erster Linie einfach mal froh, dass sie da ist und dass ich sie wieder bei mir habe. Bei wem bist du denn aufgewachsen? Also ich bin bei der Großmutter aufgewachsen, ja. Und habe etwa ein Jahr bei ihr gelebt. Und der Vater? Und der Vater hat schon hier gelebt in der Schweiz und hat in dem Sinne eigentlich gar nicht gewusst, dass es mir wirklich gibt. Und er hat dann entschieden, wir gehen in die Schweiz? Genau, also er ist dann auf Ghana gekommen und haben uns mal kennengelernt. Und, so. Und dann ein Jahr später bin ich in die Schweiz gekommen. Deine Mutter hast vor ein paar Jahre wieder gesehen. Wie war das? Also das war ein sehr spezielles Gefühl. Und, also ich habe ihr nie wirklich Vorwürfe gemacht. Weil ich habe den Grund gar nicht wissen, bis jetzt nicht. Ich denke, irgendwann mal würde sie fragen, wieso das eigentlich so war, wenn ich auch für die Antwort bereit bin. Was für Bilder kommen dir in den Sinn, wenn du die Zeit denkst, bis 5, 6 in Ghana? Also eigentlich nur schöne Erinnerungen. Und, du warst viel draußen am Shooten. Also ich war sehr viel draußen, habe nicht so viel geshootet. Also schon auch, aber wie schon gesagt, sie haben mich nicht immer mitspielen lassen. Die haben dich nicht mitspielen lassen? Ja, weil ich immer einer von den Kleinsten war in der Umgebung. Ah, okay. Und, ja. Das ist immer das Gemeine. Bei den Kleinen heisst es immer, die werden zum Schluss gewählt, wenn genau, überhaupt. Genau. Dabei heisst es das gar nicht. Der Lionel Messi ist irgendwie auch nicht so gross. Oder? Ja. Ist einer von den Größten. Aber auch er hat es nicht leicht gemacht. Auch er hat es nicht leicht gemacht. Bist du noch im Gimmi? Und gleichzeitig steht so eben, das Fußballer ist so im Zentrum mit diesen doch häufigen Trainings und Spielen. Hast du dann irgendwann das Gefühl, eins von beiden wird halt irgendwann abgehängt, je nach Situation? Also ich hoffe eben, ich kann so lange wie möglich beides machen. Aber eben, irgendwann kommt die Zeit, wo ich dann mich muss entscheiden muss. Und da würde ich mich auch für den Fußball entscheiden, also wenn es so weit ist. Weil, ja, die Schule kann ich nachher immer noch machen. Also auf anderen Wegen halt. Aber die Schule kannst du immer wieder nachholen. Jetzt ist jeder ein bisschen anders, als ich euch so zugeschaut habe, also die verschiedenen Spielertypen. Was würdest du sagen, wie würdest du dich beschreiben als Spielertyp? Gibt es ein Vorbild zum Beispiel international oder auch auf nationaler Ebene? Ja, also das sind verschiedene Leute. Also, wie Mike Lessie natürlich mein grösstes Vorbild.
Zidane hat mich immer fasziniert. Xavi Hernandez, das sind alle Spiele, die mich, ja, wo mich halt zu dem machen, wo ich will. Mittelfeld? Also, Mittelfeld, alles Mittelfeldspiel. Also der Spielgestalter? Genau, und auch Fighter im Mittelfeld. Also Mike Lüssen ist eher der Fighter-Typ. Müsstest du rein Van Bommel? Van Bommel ist auch eher mein Spielertyp. Also Mittelfeld und drei? Ja, aber eben halt nicht nur mehr limitiert auf das Fighter, sondern auch ein bisschen kreativ sein. Also. Oder wie der Otmar Hitzfeld sagt, einmal Aggressive Leader. Genau. Siehst du dich das so? So gesehen, ja. Wie viel ist privat von dem noch da? Ist das rein auf dem Fußballplatz? Ich gehe nach vorne und gebe Gas. Also ich würde auch sagen, in der Schule habe ich also diesen Drang schon noch. Aber jetzt im privaten Leben ja, bin ich auch eher ein dominanter Mensch, aber eigentlich eher ruhig. Also. Du wirkst jetzt ruhig, eigentlich, oder? Aber wenn dir einer auf die Socken haut, dann kannst du auch ziemlich... Dann kann ich auch mal durchdicken. Jetzt, man sieht ja manchmal Spieler, die aus der Gang, aus der Garderobe rauskommen und kurz irgendetwas machen, das Gebet oder sich bekreuzigen. Machst du das auch? Also ich tue mich bekreuzigen. Was bedeutet das? Also das ist einfach ein Symbol für mich, also dass ich jemanden habe, der mich beschützt oben. Und, ja. Hast du eine Vorstellung, wer das ist, der jemand? Das ist Gott, also so wie wir es alle eigentlich kennen. Und gehört dann seit der Kindheit. Und ich glaube auch daran, dass es Gott gibt. Also. Betest denn du dafür, dass du gewinnst? Also ich bete eher dafür, dass ich ein gutes Spiel mache. Und in zweiter Linie dann einfach, dass wir gewinnen. Also. Weil ich frage mich immer, wenn es auf der anderen Seite auch einen gibt, der dafür betet, dass er gewinnt. Was macht er? Hat denn Gott ein Problem? Ich meine, das ist jetzt schwer. Ich kann es ja nicht allen recht machen. Ja, also ich denke, der, der auch also wirklich an das glaubt und auch an das Gewinnen glaubt und gute Mitspieler hat und so, der gewinnt den Spieler. Es ist für dich mehr ein Schutzfaktor vor Verletzungen oder sonst Sachen, die passieren können? Also das ist in erster Linie wegen der Verletzungen und so. Einfach, dass ich weiss, dass ich mich beschützt habe. Weil ja, es kann in jeder Aktion etwas passieren. Es braucht manchmal nicht mal einen Gegner dazu, dass man sich verletzt. Jetzt, die Weltmeisterschaft U17, der Titel, das ist ja eine unglaubliche Euphorie, auch in der Schweiz gewesen, zu Recht, weil das kann ja etwas absolut Einmaliges sein. Und jetzt bist du dort, kurz vor dem Ziel, und dann kommt die Verletzung. Was geht einem durch den Kopf? Also, es gehen einem sehr viele Sachen durch den Kopf. Also, Sachen, die man vielleicht hätte machen oder nicht hätte machen. Und also, sehr viele Sachen, die auch dort zusammenspielen. Wer hilft einem in dieser Situation? Also hat zum Beispiel Gott eine Rolle gespielt in dieser Situation? Ja, also ich habe weiterhin die Bibel gelesen und nicht gedacht, ja, jetzt hat er mich im Stich gelassen. Und, so. Und die Eltern sicher auch und die Trainer, die mich auch unterstützen. Hast du dort irgendetwas gefunden, eine Geschichte oder eine Aussage, wo du sagst, das hat mir jetzt besonders Kraft gegeben? Also Psalm 91 ist ein sehr wichtiger Vers für mich. Und also das lese ich immer wieder. Sag ich, von jeder steht Reise, irgendetwas daraus zitieren gerade, oder etwas, wo besonders als Gedanke also wichtig zum Beispiel ist? Einfach, ich lese halt auf Englisch und dort findet er einfach, dass du über Schlangen wirst retten und Löwen wirst bekämpfen und auch wird bei dir sein, also in dem Sinn. Was nimmst du mit von dieser Erfahrung? Von dem Schmerz, auch, den das dort hatte, auch seelisch, oder? Das ist ja nicht einfach nur körperlich. Also eben, das ist auch später mal so gewesen, also. Und so habe ich auch zuerst mal wirklich erlebt, wie es ist, auf der Bank zu hocken. So wie sich gewisse Mitspieler eigentlich immer tagtäglich eben durchsetzen und probieren durchzukämpfen. Und sie spielen trotzdem Fußball. Also. Jetzt sind ihr Konkurrenten auf der einen Seite. Wir haben gehört, also zwei vielleicht aus dieser Gruppe, die den Sprung in die erste Mannschaft irgendwann schaffen. Also ihr seid Konkurrenten, ihr seid aber auch Kollegen. Kannst du dann mit Einzelnen auch über etwas reden, das dich vielleicht beschäftigt, wenn es dir nicht so gut geht? Oder lass es lieber da draußen? Also, das gute Glück habe ich, dass ich mit sehr vielen von hier auch aufgewachsen bin, also sehr lange durch Spiel und gewisse auch habe ich vor Ort kennt, wo ich bei Muttens war. Und das sind jetzt auch meine besten Kollegen und mit denen kann ich wirklich über alles reden. Sie sind nicht direkte Konkurrenten auf der Position, aber sie sind auch Konkurrenten, so Mitspieler und Konkurrenten. Aber jetzt, wir sehen uns nicht wirklich als Konkurrenten, sondern als Arbeitskollegen oder als Kollegen. Könntest du dir vorstellen, also du gehst am Sonntag in den Gottesdienst, oder? Wenn du die Möglichkeit hast, könntest du dir vorstellen, dass du würdest gezielt zu einem Pfarrer, zu einem Prediger gehen mit einem Problem? Oder hast du das vielleicht schon gemacht? Also, das habe ich einmal gemacht, als ich ein bisschen klein war. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Okay. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Merci, vielmals. Hey.
und weiter so. Wunderbar. Merci. Danke vielmals. Ja, und wir haben es vorher angesprochen, es kann natürlich Situationen geben, wo ein Fußballer, wenn er unter Leistungsdruck ist, wenn er vielleicht Verletzungen hat, wenn ihn ganz viele Sachen beschäftigt, auch eben aus dem Konkurrenzdruck heraus, vielleicht halt doch ein Gespräch braucht mit jemandem, der außerhalb vom Fußballplatz steht, außerhalb vielleicht von der eigenen Mannschaft, aber gleich so nah am Fußball, dass er seine Welt nachvollziehen kann. Zu so einem gehen wir jetzt zum Primo Cilincione. Faszination Fußball, Primo Cilincione. Das ist eine Seite, wenn man hier innen steht, in dieser wunderbaren Arena. Übrigens der gleiche Rasen wie bei der Fußball-Europameisterschaft. Sind Sie dort dabei gewesen schon? Jawohl, ich als Zuschauer. Genau, ich war selber an einem Match gewesen, Holland gegen Russland, gerade dort gegenüber. Und durfte das Spektakel selber mal erleben können, was das heisst, hier mit drin sein. Und was heisst es? Kann man das beschreiben? Ja, mit drin sein heisst einfach die Emotionen. Das auszuleben, was in einem innen ist, auch das Anführen, das Ermutigen, aber auch so Niederlagen und Enttäuschungen. Holland hat ja verloren dort gegen Russland. Und so das Umgehen mit diesen Achterbahn der Gefühle, das ist eigentlich Sport, das ist Leidenschaft. Und das gehört ja auch zu Ihrer Tätigkeit als Sportseelsorger? Oder würden Sie sagen, eher Fußballseelsorger? Das betrifft, glaube ich, verschiedene Sportarten, oder? Ich denke, der Sport allgemein, nicht nur Fußball, hat einfach sehr viel mit Emotionen zu tun, die jeder Mensch hat. Und das wird im Sport extrem ausgelebt im Vergleich zum alltäglichen Leben. Dort haben wir die Gefühle ja genau die gleichen, aber im Sport können wir sie so richtig führen. Sie sind Leiter von Athletes in Action Schweiz. Was wollen Sie mit dem? Wir wollen eigentlich die Kernkompetenz, die die Kirche eigentlich hat, Menschen zu begleiten in jeder Lebensphase, wollen wir wie raustransformieren in die Welt des Sports. Ein berühmter Trainer hat gerade vor 2-3 Wochen gesagt, die berühmtesten Kathedralen dieser Welt sind die Stadien von heute. Jetzt haben Sie ein grosses Wort gebraucht. Die Kernkompetenzen der Kirche, hat sie die wirklich noch? Ich denke schon, dass der Glaube heutzutage wirklich noch etwas Lebendiges ist. Und dass man das wirklich noch übertransformieren kann in die Welt des Sports. Ich glaube, die Kirche hat sich wie ein bisschen zurückgezogen in ihren Kernkompetenzen. Aber wenn man rausgeht, wenn man den Schritt wagt nach außen, dann erlebt man, dass man die Grenzerfahrung, dass man das erlebt, dass Gott wirklich real ist in der Welt des Sports. Also hat Fußball etwas mit Grenzerfahrungen zu tun? Fußball hat auch mit Grenzerfahrungen zu tun. Besonders ein Leistungssportler, der immer wieder versucht, seine Grenzen zu erweitern, zu vergrössern. Dort braucht es gerade Menschen, die auch ermutigen und sie begleiten in dem Ganzen. Sport hat ganz viel mit Grenzen zu tun und dort wollen wir die Menschen zu begleiten. Warum machen Sie das, was Sie machen? Wären Sie nicht lieber selber auf dem Rasen? Ich bin leidenschaftlicher Sportler auch und ich verstand den Sportler auch. Und ich würde mich ab und zu mal in einer Olympia-Arena oder in einem Fußballfeld gerne bewegen. Aber ich möchte gerne das, was ich selber erlebe oder durchlebe, möchte ich gerne den Athleten auch weitergeben und ihnen das, was sie erleben, einfach hier eine Begleitung geben. Was haben Sie denn konkret erlebt? Selber das, was ich den Sportlern weitergebe, ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich das Erlebnis, das ich mit Jesus gemacht habe, dass er lebendig ist, dass er mich annimmt, dass er mich versteht, im Tiefsten versteht, wie es mir wirklich geht. Das ist das, was ich erlebt habe und was ich den Sportlern weitergeben möchte. Das ist das, wo mir wichtig ist, dass es nicht nur tote Materie ist oder ein Wort, sondern wirklich Erlebnis von mir ganz persönlich, das ich den Sportler weitergeben möchte. Jetzt könnte ja ein Fußballer, ein Profi sagen, ja, also, das ist alles gut und recht, aber wirklich reinfühlen kann er sich nicht, wie das ist, mit dem Druck, mit der Erwartung umzugehen, wenn man da einläuft, beispielsweise, und das Stadion voll ist. Ja, also, 1:1 kann man das nicht nachspüren, was man im Wettkampf erlebt. Aber wir müssen aufpassen, dass der Sport lebt ja nicht nur vom Wettkampf, er lebt ja ganz eine grosse Zeit in der Trainingsphase, in der
Ausprobierphase, aber auch in den Niederlagen nach dem Wettkampf. Und dort ist ja der Sportler ja auch Sportler und Mensch und muss auch dort aufgefangen werden. Nicht nur im Wettkampf selber, sondern auch in seinem ganzen Umfeld. Und dort haben sehr viele Athleten und Sportler wie auch das wenige Umfeld, das sie hier brauchen, oder Menschen, die das Verständnis haben, dass hier auch Trost und Zuspruch erlebt wird. Mir kommt da das Beispiel in den Olympischen Spielen in Peking. Da wird nur über die geredet, die Medaillen holen. Aber 80 oder 90% von den Athleten, die haben nichts erreicht. Und diese Leute interessiert niemanden. Und dort braucht es genau das, was uns den Auftrag gibt, auch von Gott, von Jesus, dass wir zu diesen Menschen gehen sollen und ihnen auch Trost zusprechen können. Wie kann so Trost weitergegeben werden? Gott hat uns mit zwei Ohren erschaffen. Und ich glaube, das ist der grösste Trost, dass man einfach mal ansitzt und zulässt. Wie geht es dir? Was läuft in dir ab? Und dort einfach mal zulassen, das wahrnehmen, das Verständnis geben, ich verstand dich. Vielleicht eine Antwort geben, vielleicht ein Gebet, vielleicht ein Bibelvers, der in dieser Situation hilfreich sein kann. Haben die Fußballer tatsächlich in dieser Situation, wo sie sind, offene Ohren für solche Sachen? Die haben doch anders, um die Ohren, wenn wir schon bei dem ja, und bleiben. Dort ist eigentlich der Ansatz, den wir von Athletes in Action in der Sportseelsorge haben, das Problem, respektive das Problem lösen, fängt am Anfang an. Das heisst, man muss Vertrauen aufbauen, schon bevor das Problem angefangen hat. Dass man eine Freundschaft hat mit diesen Athleten. Und dann, wenn die Vertrauensbrücke hergestellt wird, so kann nachher eine Beziehung anfangen und so auch Trost überkommen. Aber wenn ich gehe und zu Marco Strello gehe und sage, du, ich bin der Seelsorger, möchte ich trösten, dann sagt er, du, wer bist du und was willst du? Geh weg, ich kenne dich nicht. Und da braucht es wie eine Vorarbeit, die am Anfang schon anfängt. Darf ich noch ein bisschen bei diesem Aspekt bleiben? Ein Fußballer ist ja einer, der auch plötzlich ganz viele Leute hat um sich herum, in seinem Dunstkreis, sage ich mal, die etwas wollen von ihm, Geld beziehen, sich etwas erhoffen auch. Und jetzt kommen sie und sagen, ich bin der Primo, ich möchte dich ein Stück weit begleiten. Funktioniert das wirklich? Ich denke, ganz oben ist es schwierig. Also wenn ich jetzt heute zum Roger Federer gehen würde, würde ich sagen, schau, ich bin ein guter Typ und so, willst du gerne eine Beziehung mit mir anfangen, dann sagt er, du, das brauche ich nicht. Aber wenn der Athlet jung ist, wenn der Athlet niemanden kennt, wenn er nobody ist, oder? Dort anfangen und mit ihnen einen Weg gehen. Das ist ja genau das, was Jesus gemacht hat. Er ist nicht unbedingt gerade zu den Berühmtesten, sondern er ist zum ganz normalen Volk ist er angegangen und hat versucht, die Beziehung anzufangen. Ganz eine natürliche, einfache Art, wo so nachher eine Beziehung, eine Brücke entsteht und so Vertrauen und auch Veränderung kann stattfinden. Wie können Sie einem Sportler helfen, der zum Beispiel so ein Tief hat? Wir haben vorher vom Kofi gehört, eine Woche vor der Weltmeisterschaft, Verletzung, man geht in ein Loch. Wie denken Sie, können Sie so etwas wieder aufbauen? Also eben einerseits, dass man das Vertrauen schon im Vorfeld angefangen hat. Eben, das müsste ja schon da sein. Dann, schon da sein, genau. Und andererseits, die Leute zu begleiten. Ich habe einen Athlet, der mich immer wieder anruft, gerade bei diesen Wettkämpfen, also Schweizer Meisterschaften. Und dort erlebt er immer wieder so die Löcher oder die Momente, wo er nicht mehr weiss, wo weiter. Und dann ruft er mir an. Und allein das Anrufen, allein schon mal das Austauschen, hilft extrem schon der Seele, zu merken, ah, ich bin nicht allein und er versteht mich. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und dann, je nachdem, wo das Problem liegt oder wo sie in seinen Schuh drückt, dort ins Ermutigen vorwärts zu gehen. Wann braucht man mehr Begleitung im Spitzensport, beim Erfolg oder beim Misserfolg? Ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Was mehr? Das kann ich jetzt nicht unbedingt analysieren. Es kommt mir spontan in den Sinn, zum Beispiel der Boris Becker, der gesagt hat, sein Tag, wo er berühmt worden ist, wo er erfolgreich worden ist, das ist ja das Ziel und Sehnsucht von jedem Athlet, hat er gesagt, das ist auch sein Moment gewesen, wo er kaputt gegangen ist, wo alle er sich nicht mehr so bewegen konnte, wie er früher war. Und dort hat er Leute vielleicht gebraucht oder ein Beziehungsnetz, das ihn aufgefangen hat, das ihn wieder auf den Boden gebracht hat. Aber das Gleiche auch bei Niederlagen. Wenn man runterfällt, braucht es genau das Gleiche, ein Beziehungsnetz. Und das ist ja genau die Kernkompetenz der Bibel, der Kirche, die sagt, es braucht eigentlich gar nicht so viel. Es braucht ein Beziehungsnetz, es braucht Freunde, die einen begleiten in dem Ganzen. Und wenn man ganz oben ist, ist man sehr allein.
aber auch ganz unten ist man sehr allein. Und darum ist das Beziehungsnetz eigentlich das A und O, das ganz einfach ist und wo ich denke, das ist machbar in der Welt des Sports. Basel ist auch ein interessantes Beispiel für etwas anderes. Man sieht, bei den Kirchen nehmen die Psyche ab, Sonntag für Sonntag. Und in diesem Stadion kann Bellinzona Aarau zu Gast sein. 25'000 sind in der Regel sicher. Warum das? Das zeigt eigentlich mir... Was hat Kiel falsch gemacht, dass es so läuft? Was falsch gemacht hat, das möchte ich nicht kritisieren. Aber was mir das gezeigt hat, ist, dass der Mensch von Natur aus religiös ist. Weil er holt es nicht mehr heutzutage in der Kirche. Er holt eigentlich seine Anbetung, sein Ausleben vom Geistlichen holt er hier in diesen Stadion. Ich sage immer wieder, das ist Ersatzfunktion. Das ist Stadion, ist eigentlich eine Ersatzkirche. Der Spieler wird arbeitet, Idol, heisst ja Götze, oder? Oder heutzutage das Wortspiel von Messi, der Messias, oder? Und letztens ist gerade in der Batz ein Zitat gestanden, das gesagt hat, jemand soll nur sagen, Gott lebe nicht mehr. Gott lebt, er lebt in Barcelona. Also die Götter, die werden wirklich gesucht und das zeigt eigentlich, dass der Mensch in sich drin wirklich religiös ist. Er sucht das. Und da frage ich mich vielleicht von der Kirche her, was muss anders gemacht werden? Also machen Sie mir einen Vorschlag. Vielleicht Themen. Eine Massnahme. Themen, die wirklich relevant sind. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Pubertät um? Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Nicht zu verurteilen, sagen, das ist Sünde und das ist falsch, sondern wie gehe ich um? Wie gehe ich mit meinen Nachbarn, wo ich Krach habe? Oder wie relevante Themen? Also zu wenig nahe beim genau, Leben der Menschen. Und ansprechend auch Gestalt. Also zum Beispiel habe ich vor 2-3 Jahren einen Gottesdienst gemacht, da habe ich die Kirche umgebaut zu einem Sportstadion und habe dort sozusagen wie ein Fußballfest zelebriert, wo dann die Leute abgeholt worden sind, dort, wo sie sind. Und das war ihr Thema. Und dort konnte ich mit dem Wort von Gott etwas weitergeben. Ich habe gerade letztens so eine Postkarte kreiert, wo ich einfach meine Geschichte als Fußballer versucht habe aufzuschreiben und dann eine Brücke zu schlagen über ein geistliches Prinzip, das mir wichtig war. Was ist das für ein geistliches Prinzip? Das Prinzip zeigt eigentlich auf, dass die roten Karten, die wir im Fußball oder auch im Leben, Schuld, Sünde, eigentlich Jesus auf sich genommen hat. Also er hat eigentlich die rote Karte auf sich genommen, die Schuld, die Sünde, und ist wegen dem ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Und das Prinzip erkläre ich anhand dieser Story. Der Selbstwert ist etwas vom Wichtigsten bei einem Sportler. Selbstbewusstsein auch. Sagen wir jetzt mal, man hat eine Reihe von Niederlagen, man ist nicht mehr so in der ersten Mannschaft, dann ist das angekratzt, wie man so sagt. Was hat Gott mit meinem Selbstvertrauen, mit meinem Selbstbewusstsein zu tun? Wo kann er mir etwas geben, wo über das rausgeht? Das ist genau das, denke ich, das Problem in der Welt des Sports, dass die Identität und der Selbstwert ganz stark zusammengebunden ist mit der Leistung. Und das ist ja genau das, was die Bibel sagt, dass ich nicht abhängig bin, meine Identität, mein Selbstwert, mein Selbstvertrauen nicht abhängig ist von meiner Leistung, sondern so, wie ich bin. Dass Gott mich liebt, dass Gott mich annimmt, so, wie ich bin, bedingungslos. Ob ich jetzt Blödsinn gemacht habe oder Gutes gemacht habe, er hat mich gern. Und das ist eigentlich auch wieder so eine Botschaft von Jesus, die so zentral ist, dass er dich liebt und bedingungslos annimmt. Und das müssen wir überbringen in die Welt des Sports, weil die Welt des Sports ganz eine andere Botschaft, ein anderes Evangelium überbringt, als wir eigentlich haben. Das ist die eine Seite, das ist alles gut und recht, aber ein Trainer wird dann sagen, das langt mir nicht. Du musst gleich Leistung bringen, sonst spielst du nicht. Das stimmt, aber es gibt vielleicht gewisse Punkte, seelsorgliche Punkte, die die Leistung blockieren können. Und das könnte zum Beispiel einer sein, dass ich eben die Identität anbinde an die Leistung und so dann auch blockiert bin, weil ich das nicht bringe. Also wenn ein Stürmer nach 4-5 Matches keine Goal mehr trifft, dann geht er eben in das Loch rein, oder? Und wenn ich ihm dort sagen kann, du bist trotzdem gut und ich pfeife dich nicht aus, so wie die Zuschauer,
Gott steht hinter dir, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, so wie du bist, kann das wie eine Öffnung sein, eine kleine Öffnung von dieser Blockade. Also bedeutet auch mehr Selbstbewusstsein bekommen, auch im Leistungssport. Letztlich ist es nicht eine Frage von einer Technik, sondern, wenn ich sie jetzt richtig verstanden, eine Frage von einer Beziehungsorientiertheit, von einer Neudefinition vom Mensch. Ja, das kann man schon so sagen. Ich sehe, im Sport sieht man so das Ganzheitliche. Aber es ist nicht nur eins. Es ist nicht nur wichtig Seelsorge, es ist auch wichtig das Mentale, es ist auch wichtig das Physische. Es sind verschiedene Facetten, die stimmen. Und das ist genau das im Spitzensport. Es wird auf einen Moment musst du Top-Leistung bringen. Und das zusammenzukriegen, das sind verschiedene Puzzleteile, die schwierig sind, zu sagen, das ist das Falsche oder das ist das Falsche. Sondern das muss wie stimmen. Ich spiele ja auch Fußball und ab und zu fühle ich mich wohl. Meine Frau tut mich ermutigen, aber ich habe auch Momente, wo ich entmutigt bin und Kinder machen ganz etwas anderes und muss trotzdem auf dem Feld sein und merke, ich habe ganz eine andere Leistung, als wenn es mir gut geht. Wie gehen Sie mit persönlichen Schwächen um? Meine Strategie ist die, dass ich versuche, meiner Schwächen wie auch... Haben Sie überhaupt? Ich habe ganz einen Haufen Schwächen, ja, auf jeden Fall. Ich versuche, sie nicht zu kaschieren. Was zum Beispiel? Ich bin relativ ehrgeizig. Genau. Also jetzt im Fußball, ich bin Fußballer und muss meine Emotionen auch im Zaun halten und habe ab und zu mal erlebt, mal eine gelbe Karte oder eine andere Karte. Ich sage jetzt in Welli. Das kenne ich irgendwie. Und dort habe ich das Erlebnis gemacht, jetzt gerade mit dieser roten Karte, wo es darum geht, wie verhalte ich mich jetzt nach dieser roten Karte? Sage ich, ja, der Schiedsrichter ist schuld, der Rasen ist schuld, meine Kollegen sind schuld oder der Gegner hat mich provoziert. Oder sage ich, Leute, ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid und ich möchte gerne euch bitten um Vergebung, dass das okay ist für euch. Und das habe ich gemacht vor meiner Mannschaft und ich habe extrem Reaktionen erlebt von meinen Fußballkollegen, die gesagt haben, ja, das ist okay und das ist super, dass du das gemacht hast. Also es ist Stärke, wenn man zu seinen Schwächen steht. Und dann den Kollegen zu sagen, hört, da bin ich schwach, ich brauche dich. Ob er jetzt an Gott glaubt, oder, das spielt gar keine Rolle. Er kann mich als Fußballkollege helfen in dieser Schwächheit, in der ich drin bin. Die Fußball-WM geht los. Wer wird Weltmeister? Wer spielt im Finale gegen die Schweiz? Genau. Also, ich denke, Spanien ist eine sehr starke Mannschaft. Ich hoffe auch auf England, weil England einen italienischen Trainer hat. Fabio Capello. Genau. Wahrscheinlich bis dann immer noch. Herzlichen Dank für das anregende Gespräch.